Was spoilert sie? Das ist doch das Survival-Szenario, von dem wir immer alle ausgehen. Guck mal, Julia denkt schon so, oh Joey, bitte nicht, sag es nicht. Also, wir gehen hier mal rein. Seven vs. Wild Staffel 4, Aussetzung direkt nach der Ankunft. Am 18.06. ist mein Buch erschienen, Inside SEK, ist inzwischen tatsächlich schon Spiegel-Bestseller. Danke daher an euch. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, checkt unten den Link in der Videobeschreibung auf, da ist das Ganze verlinkt. Am 15.07. kommt das Ganze auch als Hörbuch raus, das heißt, ihr könnt es euch dann auch als Hörbuch reinziehen. Danke für den Support, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auschecken und ja, viel Spaß damit. So, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal eine ganz kurze, knackige Spekulation, und zwar geht es um den offiziellen Seven vs. Wild Instagram-Account, wo zu jedem Teilnehmer auch nochmal so ein kleines Kurzvideo erstellt wurde. Und wenn wir uns da mal die Kommentare anschauen, ist es nämlich ganz interessant, denn vom offiziellen Account wurde unter... Fritz war in den Anden die Abschussstelle besichtigen. Ja, stimmt. ...in jedem Video außer von Joe Vogel nämlich mit einem Buchstaben kommentiert. Wenn wir da jetzt mal durchgehen bei... Könnte es sein, dass wenn bei jedem, außer bei Joe Vogel, ein Buchstabe gepostet wurde und Joe Vogel und Joey Kelly Bros sind, dass diese 6 Teilnehmer sich gegen den krassesten Motherfucker der Outdoor-Szene beweisen müssen, und zwar, dass die gegen Joe Vogel antreten und der Mann ist alleine? Denkt an meine Worte, weil diese Konstellation zwischen den beiden macht für mich aufgrund des freundschaftlichen Verhältnisses keinen Sinn. Ja, vielleicht wurden alle zusammen ausgesetzt, das kann sein. Aber es könnte auch durchaus sein, dass diese beiden verantwortlich sind für den Rest und Joe motherfucking Vogel alleine ist. Dass sie es versemmelt haben, einen Buchstaben zu posten. Joe Vogel gab es keinen Buchstaben, aber bei Selfie Sandra gab es dann ein C, bei Joey Kelly gab es ein R, bei Stefan Hinkelmann gab es ein H, bei Julia Beautics gab es ein E und dann noch bei Flying Uwe ein S. Dann zum Schluss noch Let's Hugo, dort war das D. Wenn wir die Buchstaben jetzt mal nach der Reihenfolge zusammenfügen, kommt hier jetzt nicht wirklich was raus, sondern eher nur so Kräst, also kein richtiges Wort. Wenn man aber die Reihenfolge noch etwas vertauscht und noch einen Buchstaben dazu gibt, erhält man Tatsache das Wort Crashed. In den Kommentaren gab es ja jetzt auch schon einige Spekulationen, ob es sich vielleicht sogar um einen Flugzeugabsturz handeln könnte, beziehungsweise eine Simulation davon. Die Frage ist dann halt auch so ein bisschen die Durchführung von sowas, weil du willst ja realistisch gesehen halt auch sicher landen. Das ist ja nur eine Simulation. Das Flugzeug wird ja dann irgendwo sicher landen quasi, aber es wird halt simuliert, dass es halt abgestürzt ist. Und die Frage ist, wo will man hier landen? Es gibt halt... Also ein simulierter Flugzeugabsturz. Wo wurde das fehlende A gepostet? Cookie. Aber ein simulierter Flugzeugabsturz im Gebirge könnte schon sein, weil das ist ja das, was... Okay. Hier hinten vor allem wahrscheinlich, wo die Teilnehmer ausgesetzt werden, erstmal überhaupt keine Möglichkeit. Es sei denn, du landest hier irgendwie schräg auf dem Berg, aber da musst du ja schon... Das ist ja schon eher ein Kunststück als eine sichere Landung. Dann gibt es hier noch diese ganz normale Straße halt, ne, wo auch Autos drauf fahren. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt da eine Genehmigung bekommst, dass du einfach mal ein Flugzeug landen kannst. Und halt dann hier vielleicht noch die Feldwege, aber jetzt auch... Ja, weiß ich nicht, ob man jetzt da überhaupt mit einem Flugzeug irgendwie landen könnte. Ne? Das, was ich mir dann vielleicht eher vorstellen könnte, noch bezogen auf das Wort Crash, dass die Teilnehmer halt wirklich aus dem Flugzeug springen mussten, quasi noch mit einem Guide hinten dran und der sie dann am Aussetzungspunkt bzw. ja, Zielpunkt absetzt und da vielleicht sogar noch ein Packsack ist für die Ausrüstung der Teilnehmer. Ne? Und der Typ sie dann einfach verlässt und zurück ins... Ja, wenn das fehlende A schon gepostet wurde, dann vergesst meine Theorie mit Joe Vogel. Basecamp geht, ne? Also es wäre jetzt so die Situation, die ich mir vielleicht noch eher vorstellen könnte. Man muss auch immer sagen, also was hatten wir bis jetzt bei der Aussetzung? Die Teilnehmer mussten quasi aus dem Boot springen und die Teilnehmer mussten aus dem Hubschrauber springen. Also was fehlt jetzt noch? Eigentlich ja nur noch Flugzeug, ne? Also Flugzeug, Fallschirmsprung wäre vielleicht gar nicht mal unrealistisch, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht könnte ich auch noch einige an die Folge Facing the Unknown Katastrophenflug 571 von Fritz erinnern. So schnell sieht man das Bild hier wieder auf dem Kanal. Ging ja erst letztens um Thema Knossi-Projekt hier drum, um Hirnkrankheiten und sowas alles. Auf jeden Fall jetzt nochmal interessant, um das Thema Flugzeugabsturz hier nochmal aufzumachen. Man würde es natürlich nicht so nachvollziehen können, wie es da Tatsache wirklich war. Aber jetzt mal so um Thema Flugzeugabsturz, um das mal ein bisschen einzuordnen können, wie heftig das eigentlich ist, wenn man nichts hat, wenn man einfach raus muss und überleben muss, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sowas bei Seven vs. Wild Staffel 4 vielleicht in die Richtung eingebaut wurde, aber wie gesagt, also ist natürlich jetzt hier auch nur bei der Aussetzung entscheidend. Guck mal, aber eigentlich könnte ich mir einen fingierten Flugzeugabsturz gut vorstellen. Und zwar, das ist doch das Survival-Szenario, von dem wir immer alle ausgehen. Dein Flugzeug schmiert ab und du hast nichts dabei, außer was du am Körper trägst. Das ist doch die Grundidee
von Seven vs. Wild, seit es das gibt quasi. Weil der Rest wird ja wahrscheinlich vom Konzept her relativ ähnlich sein, ob jetzt alle zusammen draußen waren oder so, wissen wir ja nicht, aber das ist ja jetzt nur die Aussetzung im Endeffekt, die jetzt auch nicht lange dauert, aber man könnte das Wort Crash schon relativ auf dem Flugzeugabsturz schon symbolisieren, muss man ehrlich sagen. Da mir noch viele Zuschauer geschrieben haben, dass bestimmte Stellen im Podcast von New Athletics und Joey's Jungle ganz interessant sein könnten für uns, gehen wir da jetzt auch nochmal rein, wo wahrscheinlich auch ein bisschen was schon gespoilert wird. Boah, das kann ich ja jetzt erzählen. Oh mein Gott, was? Da ist so ein Video rausgekommen. Oh ja, stimmt, jetzt können wir endlich drüber reden. Oh mein Gott, es ist, Leute, ihr habt es wahrscheinlich alle schon mitbekommen, dieses Video hatte nach ein paar Stunden schon irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Aufrufe oder so, wo ich so dachte, what the fuck? Ich war ja im Mai weg. Im Mai? Okay. Für 3 Wochen war ich komplett raus. Und ich sag mal so, die meisten haben es sich sowieso schon gedacht, wo ich war. Und ja, ihr hattet eventuell recht. Ich habe bei Seven vs. Wild mitgemacht. Es klingt immer noch so krass, dass du ja, das gemacht komplett. Hast. Und ich kann immer noch nicht wirklich was darüber erzählen. Aber ich freue mich so unglaublich doll, dass das jetzt raus ist, weil ich jetzt endlich bei so vielen Sachen einfach so Sachen erzählen kann, wie jetzt zum Beispiel mit dem Reh. Aber hast du ein Reh gegessen? Nein, aber ich war ja mit Joe Vogel da und Joe Vogel ist Jäger. Mhm. Was spoilert sie? Und den habe ich dann halt, weil ich das so gar nicht verstehen kann, Jäger zu sein. Also das ist wirklich was für mich, das ist so unglaublich weit entfernt, sowas gern machen zu wollen. Ja, so also Tiere zu töten, Job im Endeffekt. Tun zu wollen, dass ich halt mit ihm darüber gesprochen habe. Und dann meinte ich so, ja, hast du auch schon mal einen Reh getötet? Okay, ist doch kein Spoiler. Sorry, dass ich geschrien habe. Bitte cancel mich nicht. So, weißt du? Und dann meinte er so, ja klar, schon ganz oft. Also das mache ich so, so am öftesten eigentlich. Und dann dachte ich, am öftesten. Ich erst so, oha, was ein Arschloch. Wie kann man denn ein Reh töten? Ja. Wie gemein. Und dann hat er mir das aber erklärt, dass er von Landwirten ganz oft angerufen wird, die sagen, ey scheiße, ich habe gerade aus Versehen einen Reh überfahren mit meinem Mähdrescher. Das ist aber noch am Leben, bitte hilf mir, dass das Tier halt schneller erlöst wird so. Ja. Und da dachte ich dann so, ach krass, ja okay, das ist ja auch... Auch. Natürlich auch. Die machen das auch aus anderen Gründen, aber das ist auch ein Grund, warum es Jäger geben muss. Und da dachte ich dann wieder so, ja okay, at least. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gerade am Anfang vom Podcast ging es auch noch darum, also ich glaube nicht, dass sie da wirklich was getötet hat, beziehungsweise einen Hasen oder auch irgendwelche anderen Kleintiere, weil das Thema hat sie schon sehr kritisch, beziehungsweise ja, hält sie einfach nichts von, so Tiere mäßig zu töten. Kann ja jeder entscheiden, wie er möchte. Auf jeden Fall, ja, glaube ich nicht, dass sie da viel erlegt hat und viel zu essen hatte. Dann auch ganz interessant. Ja, okay, aber das ist schon auch wieder wild, ne? Interessant für uns ist die Aussage, dass wahrscheinlich für alle Kandidaten es so hart sein soll, dass sie damit gar nicht gerechnet haben. Also auch für einen Joey Kelly, einen Joe Vogel, vielleicht auch für einen Stefan. Also war wohl schon auch richtig hart, ne? Und Joe Vogel hat es ja selber gesagt, dass es für ihn auch schon nicht einfach war, sondern er schon, sag ich mal, zu kämpfen hatte wahrscheinlich. Nichts sagen, außer, dass es wirklich einfach 1000-mal schlimmer war, als ich gedacht habe. Es war, ich glaube, auch für alle 1000-mal schlimmer, als sie gedacht haben. Und ich habe wirklich, ich glaube, daran kann man so ein bisschen das Ausmaß sehen, wie gestört es war. Ich habe kein einziges Mal geschissen. Oh mein Gott, ich habe so gehofft, dass du diesen Fact jetzt nennst. Ja, kein einziges Mal. Von Sekunde von der Aussetzung an, kein einziges Mal kam irgendein bisschen Kacke aus mir raus. Das ist wirklich wahnsinnig. Ich verstehe das bis heute nicht. Und war es nicht so? Ich frage mich, wo das Essen hin ist. Was? Also es gab Essen oder was? Was ich vorher gegessen habe. Ja. Ah, vorher gegessen. Macht das hat dein Körper anscheinend komplett verwertet, weil gone. Danach gab es ja nichts mehr. Deswegen. Naja, auf jeden Fall nicht mehr so viel, ne? Ja. Auch das Wort gab es nicht mehr. Also Joey Jungle, der auf der linken Seite sitzt, der weiß ja wahrscheinlich alles über die Teilnehmer von Seven vs. Wild mit Julia und so alles. Und wenn er schon sagt, gab es nichts mehr, dann wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass die fast nichts zu essen gefunden hat in dem Sinne. Mhm. Da können wir jetzt auch nicht drüber reden, und wie war viel das nicht, und was es gab. Und war es nicht auch so, dass es dann noch, obwohl du dann quasi es geschafft hattest und die Zeit quasi hinter dir hattest, dass es dann nochmal einen Tag und eine Nacht gedauert hat? Auch das Wort geschafft hat, das finde ich ein bisschen irgendwie komisch gewesen. Oh, Julia, gar nicht amused, was er sagt. Guck. Das ist dann noch, obwohl du dann quasi es geschafft hast. Guck mal, Julia denkt schon so, oh Joey, bitte nicht, sag es nicht. Guck mal, Julias Gesicht, Kann ich auch so gewesen sein, dass die fast nichts zu essen gefunden hat in dem Sinne.
Da können wir jetzt auch nicht drüber reden. Und war es nicht auch so, dass es dann noch, obwohl du dann quasi es geschafft hattest und die, oh nein. und die Zeit quasi hinter dir hattest, dass es dann nochmal... Oh, jetzt wird dir gerade bewusst, fuck. ...Tag und eine Nacht gedauert hat. Auch das Wort geschafft hat, das finde ich ein bisschen irgendwie komisch gewählt, ne? Was heißt denn geschafft hattest? Also entweder hat sie halt die alle Tage geschafft oder sie hat halt abgebrochen, ne? Aber ein bisschen schwierig gewählt, das Wort geschafft, ne? Aber ja, ist jetzt auch, man weiß natürlich nicht, wie lange sie im Endeffekt wirklich draußen war. Bis du dann kacken konntest? Ja. Das ist doch crazy, oder? Ich habe danach, also ich darf jetzt noch nicht sagen, wie lange ich weg war, ja. Nachdem ich wieder da war, habe ich sofort so unglaublich viel Pizza gegessen. Ich hatte die Bauchschmerzen meines Lebens. Ja, okay, warte, dann gehen wir jetzt noch weiter nach hinten. Ich habe gelesen in den Kommentaren, 1:04 soll mal ganz interessant gewesen sein. Dass du so viel essen musst. Wenn du nur zwei Minuten hättest, etwas zu essen, wovon du die nächsten 2 Tage satt sein musst, was wäre es? Passt eigentlich super zu meiner Seven vs. Wild Teilnahme. Ich kann dir absolut genau sagen, was ich gegessen habe, um zu 2 Tage satt zu sein. 2 Minuten hatten die nur Zeit, was zu essen. Also, du musstest ein einziges Ding essen. Ich habe die Frage, die ist schwer. Also, guck mal. Ich bin am Flughafen angekommen und die haben uns gesagt, so, jetzt geht's los. Ihr müsst alles abgeben. Ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Ja. Okay. Das ist wirklich, das ist krass, ne? Weil das ist halt schon... Das ist ein krasser Spoiler, Alter. Finde ich nicht gut. War eine heftige Information, die wir so vorher noch nicht hatten, ne? Ich habe mir wirklich vorstellen können, dass die Teilnehmer vielleicht noch wenigstens einen Tag irgendwie im Hotel oder so waren. Vielleicht ja in diesem Wanaka-Hotel, was wir schon immer hier wieder aufgegriffen haben. Und würde jetzt eigentlich auch so Richtung schnelle Panik, alles muss schnell gehen, Richtung Flugzeugabsturz, also alles unvorbereitet, könnte eventuell darauf hindeuten. Aber wie gesagt, ist hochspekulativ das Thema. Auf jeden Fall krass, weil das wussten wir vorher jetzt noch nicht. Die Information hat sie ja auch ein bisschen gespoilert, muss man sagen. Ich habe jetzt noch ein bisschen zu Ende geschaut, aber es kam vom Thema Sam vs. Wild nichts mehr. Ist schon interessant gewesen, was sie da noch alles erzählt hat, so nebenbei, weil das sind schon Informationen, die wir halt vorher auch noch nicht so wussten. Aber ja, dann wollte ich auch nochmal auf YouTube schauen, habe ich ja gesagt, ob wir so aktuelles Videomaterial vom Lindis River finden. Also aktuell muss man sagen, gibt es da jetzt fast nichts. Es gibt nur 1-2 Jahre alte Bootstouren. Aber Tatsache hat mir ein Zuschauer geschrieben, dass er sich gerade in Wanaka befindet und wahrscheinlich in ein paar Tagen den Lindis River hochlaufen will. Dazu hat er mich noch gefragt, ob ich interessiert wäre an Videomaterial, wo ich natürlich gerne zugestimmt habe, ne? Gestern hat er mir noch geschrieben, dass es morgen soweit ist, also vielleicht werden wir noch aktuelles Videomaterial vom Lindis River in 1-2 Tagen... Es ist so krank, wo sich YouTube hinentwickelt hat, Hilfe. ...Tagen hier auf YouTube haben. Mal schauen, ich bin gespannt, wie es da aussieht, weil jetzt von der Region da wirklich, wo anscheinend Seven vs. Wild gedreht wurde... Gibt es im Endeffekt kein Material. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's hier eigentlich schon. Das ist wild. Schon auch wild, was die alles liegt.